So, es geht weiter mit Divine Divinity. Ich habe mich schlau gemacht wegen der Drachenrüstung und ich weiß, wo sich die Teile befinden. Habe ein bisschen nachgecheckt und auch wegen der Quest mit Corinna. Ihr habt letztes Mal vielleicht gesehen, dass im Garten von ihr. Nochmal, bin ich gerade schon hier eigentlich beim Haus? Oder war das jetzt ein anderes? Die Tingle-Quest, warum der Teil nicht verschwinden. Ich nehme an, dass es ein bisschen verbuggt ist, dass das Zeug da nicht einfach so, ja, verschwindet. Da habe ich bereits vieles ausprobiert und hat nicht geklappt. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass das wohl ein bisschen verbuggt ist. Und wir gehen mal bei Corinna gerade schon mal rein. Als Punkt 1. Und dann an die Punkte, wo wir die Rüstung finden werden. Ich habe nicht noch nachgeschlagen. Habe das mit Osomas Tipps verglichen und ja, kam dann. Auf die Antwort hier war so eine Pflanze. Mir war auch als Nachtblume bekannt. Ja, und jetzt müssen wir im Prinzip nach unten. Nochmal schnell hier unser Krimskrams reparieren. Das Klinge. So. Ist ja gerade nach unten verschwunden. Ich muss gerade schauen, wo die Falltür hier ist. Ah, wo ist denn jetzt hin verschwunden? Ach da, da ist die Falltür. Ich kann das nicht benutzen. Was hier drin? Okay. So. Gehen wir mal rein. Hört gut zu. Ich meine, wir sind dabei, den mächtigen Dämon zu beschwören, verstanden? Bitte stellt euch innerhalb des letzten Pentagramms auf. Ich muss den Zustand der Pflanze überprüfen und sie im Pentagramm korrekt ausrichten. Danach kann das Ritual beginnen. Wird von uns kein Fehler erlauben. Dies ist eine gefährliche Angelegenheit. Ich werde es tun. Ich die Kassen ausmachen? Oder? Ja, bin ich ja. Jetzt? Ach so. Das meinte sie. Jetzt habe ich es gerade gesehen. Ja, cantate aereus petitur forsamen. Liberate hosaturi venibus gantur. Ischantur rasa mare ecibus gantus criminianas tantes. Exitur manibus ventur. Okay, und jetzt? Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Wollte sagen, selbstverständlich hat es funktioniert. Genau wie ich erwartet hatte. Das habt ihr sehr gut gemacht, mein Freund. Nun lasst mich euch helfen, weil ich kann beschwören, ein wenig mehr Schliff zu geben. Können wir euch schon Ware zeigen? Seid behutsam im Umgang mit den magischen Reagenzien, jedoch so kleine können schnell berühren. Herrlich. Ach so, das war jetzt wahrscheinlich beschwören oder so. Was sie mir da gegeben hat. So. Nun kommen wir zurück zur Drachenrüstung. Es gab nämlich ein Haus, das haben wir noch nicht betreten.
Nämlich dort, wo sich die beiden Schwestern gestritten haben. Hier nämlich, in diesem Bottich, im Baumstamm, ist ein Schlüssel versteckt. Damit kommen wir in das Haus hinein. So, und hier irgendwo soll sich jetzt dieses Teil befinden. Da sehe ich schon eine Falltür. Ich gehe mal stark von aus, dass es unten ist. Achso, ich bin gerade irgendwie durch den Boden gefallen. So, wo könnte es denn sein? Oh. Oh mein Gott. Das sieht ja mal überhaupt nicht auffällig aus. Oh, guck mal an. Eine Truhe. Ja. Wie oft war bereits im Spiel schon irgendwas hinter Kisten versteckt oder Truhen und so weiter? So. Was haben wir hier drin? Ich habe keinen Schlüssel für dieses Schloss. 1000 Goldmünzen und diesen Ledergürtel. Ich nehme einfach mal an, dass das der Teil der Drachenrüstung sein wird. Also dieser Gürtel. Jetzt hier wieder raus. Aus dem Weg, ihr blöden Fässer. So, Teil Nummer 2 befindet sich unten bei den Elfengräbern. Das hat mir so man nämlich auch erzählt. Und ich habe mich da ein bisschen umgeschaut. Es gibt ein Grab, das kann man anklicken. Und dort befindet sich auch der Gegenstand, den wir suchen. Und ich hatte ja gesagt, ich möchte gern alle Teile der Drachenrüstung haben. Jetzt haben wir das Herz schon mal. Und den Gürtel. Ein bisschen fehlt da noch. Und zwar habe ich herausgefunden, dass da unten, bei der Gräbnisstelle, gibt es auch einen Gegenstand. Und zwar diese Lederhandschuhe. So. Dann fand ich raus, dass wir in den Hallen der Zwergen nochmal mit dem König sprechen müssen, und zwar wenn wir alle Rüstungsteile besitzen. Ich werde jetzt mal den Kampfmodus wegschalten und nochmal davor speichern. Alt, ihr kennt die Prozedur bereits. Übergebt mir alle eure Absichtigkeiten, ihr könnt den Thronsaal nicht betreten. In Ordnung, ihr nehmt meine Sachen. In Ordnung, ihr könnt den Thronsaal betreten. Okay, ich soll mit dem König nochmal sprechen, wurde mir, habe ich gehört. Es könnte mir den Goldenen Fluss erzählen. Der Goldenen Fluss ist die Vergangenheit zahlreicher Besucher und leider auch die Diebe angelockt. Es ist ein gewaltiger, wunderschöner Fluss, in dem sich Gold und viele Juwelen verbergen. Einige Münzen und Gegenstände stammen noch Zeit der Täuschung. Lebt wohl. Ich werde dem Vater des Steines bitten, euch seinen Segen zu geben. Rock Dummige und Trag Planar. Aber natürlich sind meine ganzen Sachen draußen. Ich trage zu viel. Aber es ist zu viel. Eigentlich brauche ich das Teefass hier nicht mehr. Das kann eigentlich weg. Waffentechnisch brauche ich eigentlich ist eigentlich auch recht nice, die singende Klinge. Aber na gut, der Krimskrams kann weg.
Das kann auch erstmal dahin. Und das kann dahin. Warum bin ich gerade überladen? Wahrscheinlich, weil ich jetzt extra irgendwas angewählt habe. Okay, gehe ich halt extra den langsamen Weg nochmal zurück. So, jetzt lasse ich den ganzen Kram mal eben schätzen. Das dauert mir gerade ein bisschen lange hier. Es ist blöd, dass du jetzt langsamer läufst. Na komm, lassen wir es erstmal hier. Nicht später noch abholen. Ich würde jetzt gerne mein ganzes Zeug geschätzen lassen. Was ich hier habe. Mir fällt gerade ein, das kann Otto am besten. So, Otto. Warum ist denn mal was denn hier? Die Lederhandschuhe. Richtig, das sind sie nämlich. Dann die Ledergürtel. Gürtel des Drachen. Wunderbar. Das können wir nämlich gleich mal anziehen. Hat doch recht schöne Werte. Wieso habe ich jetzt. Ach so, wegen dem scheiß Spaten hier. Adligenschwert natürlich. So, was machen wir als nächstes? 12 Minuten haben wir. Lass mal drauf schauen. Das mit dem Schatz habe ich ja schon gezeigt. Konflikt zwischen Zwergen und Elfen. Das kommt mit der Hauptstory. Hat jetzt so viele Lieferungen. Ist auch unwichtig. Und mal Neos ist es in Alaroth hier. Ihr seht, das Spiel neigt sich so langsam dem Ende zu. Ich werde aber, bevor das Ende kommt, nochmal einen anderen Speicherstand machen. Ich schaue nochmal in Alaroth vorbei, ob ich jetzt was machen kann. Ob ich vielleicht nochmal mit Marneus reden kann. Und dann wollen wir uns mal zu den Hallen zurückbegeben. Und wie gesagt, da mache ich einen zweiten Speicherstand, falls da etwas schief läuft. Und ich etwas Wichtiges vergessen habe. Dass ich dann darauf noch zurückgreifen kann. So, ich sehe den gelben Punkt auf der Karte. Das heißt, Mananeus ist da drin. In seiner Hütte. Glaub, normalerweise kam ich ja durch den Boden hinein. In seiner Behausung. Aber wie gesagt, normalerweise. Gut, als ich die Folge machte, war es, glaube ich, tagsüber gewesen. Konnte ich ein bisschen wenig sehen. Jetzt ist es Abend, vielleicht sehe ich da ein bisschen mehr. Ob ich da nicht irgendwie wieder rein kann, beziehungsweise rauf. Weil ich erinnere mich, als ich es damals zum ersten Mal war, bin ich hier auf diesem Wege zu ihm hinaufgekommen. Fand aber zu dem Zeitpunkt kein
Irgendwie seit was zu mir aufhört. Und finde auch jetzt irgendwie nichts dergleichen. Ich möchte mich hier nur noch mal umgucken, ob ich hier mich irgendwas übersehen habe. Oder draußen oder keine Ahnung. Nee. Nichts zu sehen. Gut, wie gesagt, ich werde einen zweiten Speicherstand machen, falls es irgendwie noch eine Möglichkeit gibt, mit der man oder wie man mit Georg noch retten kann. Reden kann. Quatsch, Georg, sag ich schon. Madaneus, Mensch. Gut, das heißt, wir gehen zum Rat der Sieben. So, und hier werde ich jetzt einen zweiten Speicherstand machen. Und zwar einmal Maki 2 und einmal den normalen Safe. Wie gesagt, Osoma, falls ich was vergessen haben sollte, dass ich darauf dann nochmal zugreifen kann und quasi auf diese Art und Weise das Ganze noch machen kann. Chef, wir sind Freund. Habt ihr bereits die Ratsmitglieder ausfindig gemacht? Denkt daran, Remus die Kristallkugel zu befragen, wer die wichtigsten Ratsmitglieder sein könnten und wo sich sie befinden. Er erzählt mir vom großen Gong. Er wird die Glocke der Zusammenkunft genannt. Seine Aufgabe ist es, die sieben Ratsmitglieder zusammenzurufen. Wenn er gelingt, können alle sieben Ratsmitglieder durch Telepathie seine Schwingen wahrnehmen und wissen, dass sie sich in der Zusammenstellung des Rates der Sieben zu finden haben. Für Informationen, ich habe noch ein paar weitere Fragen. Was kann ich für euch tun? Zu den Statuen und den Kugeln. Es gibt sieben Statuen, die jeweils zu einer sieben Kugeln passen. Sie werden zum Wahrsagen verwendet. Wird eine Kugel mit der passenden Statue entsprechend angeordnet, erscheint das Abbild eines Ratsmitgliedes. Vielen Dank für die Informationen, aber ich habe noch ein paar weitere Fragen. Was gibt es denn noch? Heil ist unwichtig. Lebt wohl. Das ist dumm, das zu führen. Okay, fangen wir mal an. Was sagt denn die Kugel? Kristallkugel der Zwerge. Ich glaube, diesen Zwerg kenne ich nicht. Ich kenne diesen Zwerg nicht und auch über seine Aufenthaltsort kann ich nichts sagen. Vielleicht sollten wir etwas warten und später die Kugel noch einmal befragen. Wir haben dann möglicherweise mehr Anhaltspunkte. Also gut. Okay. Bei den Elfen vielleicht? Mir ist, als hätte ich diese Elfen schon mal irgendwo gesehen. Das erinnere ich mich, ich bin ihm begegnet, als ich auf Burg Eisenforst das einfach als Herzogs diente. Ich selbst noch gleich. Jetzt hat sein. Brontion. Ich kenne diesen Elfen nicht, aber er wird sich wohl im Dunkelwald aufhalten. Die Elfen schlagen sich doch regelmäßig ihr Lager auf, wenn sie auf dem Weg nach Blutsheim sind, Manne zu treiben und auch wenn noch zurückkehren. Ich weiß, wie das ist. Sein Name ist Brontion. Ich traf ihn, als Janus Leibwache auf Burg Eisenforst war. Brontion? Ja, ich erinnere mich an diesen Namen. Ich glaube, er ist ein Botschafter der Elfen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr ihn im Dunkelwald findet. Okay, also Brontion. Das ist Mardaneus, der oberste Heiler von Aleroth. Das ist Mardaneus, ein alter Freund von mir. Ihr könnt ihn höchstwahrscheinlich in Aleroth finden. So, und hier? Für euch zum Suchen des Ratsmitglieds schaltet sich automatisch ab, wenn das entsprechende Mitglied den Platz im Rat der Sieben bereits eingenommen hat. Das trifft in meinem Fall zu. Ich bin froh, dass die Magie mich als noch lebendig einstuft. An manchen Tagen habe ich da selbst so meine Zweifel. Alles klar, so ist es. Also war er sehr ein Zauberer im Rat vertreten. Wie? Hat ihr mir nicht geglaubt, als ich das sagte?
Nicht, dass ich an Worten zweifle, guter Sandalo. Es ist nur einfach sehr schwer vorstellbar, dass ihr 600 Jahre alt sein sollt. Und dann ist alles geklärt, nehme ich an. Ja, also ich gehe jetzt auf Wiedersehen. Gut. Und die Echsen? Es kommt mir vor, als würde ich diese Echse kennen. Von hier aus ist das schwer zu sagen. Ich kenne diese Echse. Das ist der gute Guemo. Er ist ein Heiler aus Elleroth, aber zur Zeit von deinem Gasthaus zum Blauen Eber. Ich hörte, er sei dort beim Kampf gegen die Seuche zu helfen, das Amtviertel von Blissheim zu befallen. Die müsst sofort dort aufbrechen und ihm dazu bringen, zum Rat der Sieben zu kommen. Wo das Gasthaus ist, das weiß ich ja mittlerweile schon. Was ist denn das? Es sieht wie eine Art Gefängnis aus. Das ist ein Ork-Gefängnis, das weiß ich, weil ich selbst einmal an einem gesessen habe. Neuer Ratsmitglied der Orks scheint von seinen eigenen Artgenossen gefangen gehalten zu sein. Wo ist das Gefängnis der Orks? Okay. Lass ich mir einzeichnen. Bleibt bloß noch die Imps. Dieser Imp scheint sich irgendwo in einem Gasthaus zu befinden. Jedenfalls sieht er aus, als würde er sich amüsieren. Ich kenne diesen Imp nicht, aber ich weiß wenigstens, wo er sich aufhält. Er ist im Gasthaus zum Edelmann. Was ist das? Was kommt das? Das ich gerade erzählen. Also gut. Ja, jetzt müssen wir die ganzen noch zusammentun. Ich denke mal, das wird noch die Folge füllen. Somit kann ich auch gleich mit Malaneo sprechen, wegen dem guten Georg. So, dann sprechen wir mit Goemo im Gasthaus. Nur den Zwerg müssen wir noch finden. Wow, was macht ihr denn alle hier? Okay, ich habe jetzt keine Lust, dass hier noch irgendwas passiert. Von daher, Genesung. Und lieber speichern. Früher fertig gemacht, diese Riesen. Na, sag mal. Jetzt reicht's mir. Wo ist er? Mein Freund, da. So. Weg mit dir. Tja. Ein frostiges Beisammensein, ne? Alt-Taste. Ach, da bist du. Halt auf in dem Radau. Was hat diese Ruhestörung zu bedeuten? Seht hier rüber, meine Dame. Sieh an, das Gezeichnete ist auf den Köder eingefallen. Was? Köder? Ich? Genau. Angriff, tötet ihn! Du hast dich wohl auch zu heilen? Seid verflucht. Dieses Mal gewinnt ihr, aber unsere Wege werden sich wieder kreuzen. Auf Wiedersehen. Hier was drin? Schlüssel ist da. Hat sie vielleicht mal Neos eingesperrt? Falls ja, hole ich ihn jetzt da raus aus seinem Gefängnis. Tatsächlich. Ist da irgendwie... Hilfe, ihr müsst mir helfen. Man hat mich hier eingesperrt. Keine Sorge, ich habe euch befreit. Sozusagen. Ich habe euch gesucht, Neos.
Was soll ich erfahren? Woher kamen diese Orks? Ha, sie marschierten einfach durch das Haupttor. Ich fürchte, die Menschen werden diesen Krieg verlieren. Mein Freund, die Armee vermag diesen kriegischen Orkbanden keinen Einhalt zu gebieten. Und überall werden ehrenvolle Bürger eingerafft. Selbst hier in Friedrichen Erlof. Ich habe versagt, mein Lebenswerk, sieben Rassen in Frieden zu vereinen, ist zur Farce geworden. Was soll ich wieder fahren? Nachdem Lanidor, Joram, Otto und Goemon nach Flussheim aufgebrochen sind, habe ich mit der Forschung, warum die Quelle nicht mehr funktioniert, begonnen. Ich habe närrischerweise angenommen, ich sei ihr sicher. Doch eines Nachts kam diese Frau, die Orkma, und ihre Orkarmee hier. Irgendwie neutralisierte sie meine Magie und schloss mich ein. Ich dachte schon, ich würde hier niemals rauskommen. Warte, 7 bin uns dem. Es freut mich, helfen zu können. Du bist auch, ihr könnt mir feierweise helfen. Was kann ich für euch tun? All diese. Weil ich Verwendung Tast auf der Welt sind, das Werk des Schwarzen Rings. Nanolo und ich glauben, dass wir Mannschaften bieten können, indem wir den Rat der Sieben wieder versammeln. Welch großartige Idee, aber welche Rolle spiele ich dabei? Ich habe den Versammlungsrat der Sieben einen Besuch gestattet, dem Ort, von dem es viele Generationen gegen Chaos und Zerstörung angekämpft hat. Es ist auch immer ein Ort, an dem ich magische Kraft vereine, doch wurde mir offenbart, dass ihr diese menschliche Rasse in dem ihr wiederlebenden Rat vertreten müsst. Ich hatte Zeit noch nicht verloren. Ihr solltet mir helfen, dachte sie mir ins Leben zu rufen. Das nehme ich mal zuletzt. Ich nehme über den Punkt hier erstmal. Ich werde euch fragen, weil ich zunächst dies. Das ist meine Aufgabe. Ich nehme mal das. Was meint ihr damit? Wenn ich Verwirrung und Tast auf der Welt in das Bergschloss trinkst und so. Okay, was ist mit dem? Ich weiß nicht, gerade 7 Mann für ein magisches Wort. Jetzt bitte slottet. Das machen wir zuletzt. Sonst ist er noch weg. Jetzt viel, was ich fragen möchte. Also zunächst, dies ist meine Aufgabe. Das Wort lautet die ins Küchen. Einverstanden, ich werde mich immer zu Weg machen. Wir sehen uns dort, mein Freund. Es war mir eine wahre Freude mit euch sprechen. So lebt wohl, mein Freund. Ich sollte mich jetzt zum Rat begeben. Ja, das. Na gut, der ist zumindest dort. Was ist hier noch? Ach ja. Na gut, ich denke mal, das können wir dann noch später machen. Er ist ja jetzt dort. Wir machen mal gerade Nummer 2, der mir einfällt. Und das war ja... Goemo. Und dann war da noch... Brontion. So. Der war ja hier im Gasthaus zum Blauen Eber. Und ist der Vertreter der Echsen. Ich nehme mal stark an, dass der Vertreter der Zwerge der König sein wird. Ach nee, warte mal, Goemo war ja hier drüben. Nee, ins Tiefe. Ah, okay. Hä? Wo ist denn jetzt? Hier. Der Gute war hier. Oder was hat er was hinterlassen? Oder das hier? Auch recht nice vom Bild her. Es ist einfach verschwunden, oder wie? Zum Geier ist Goemo. Wo finde ich Goemo? Goemo, es tut mir leid, euch enttäuschen müssen, aber ihr habt in ein paar Stunden verpasst. Goemo hat sich heute Morgen
Für seinen Verabschied. Vor einigen Tagen traf er eine Gruppe seiner Artgenossen vom Volk der X-Nine. Zu Besuchen hat er gestern Nacht ein brauchtes Spiel vertieft. Lang Korimod plötzlich bekannt, dass er uns zusammen mit seinem Leitern heute verlassen würde. Für immer. Hat X einen seltsamen Druck, nur Leute. Wisst ihr, wo er sich auffällt? Nein, tut mir leid, er wollte uns nichts über erzählen. Wenn ihr ihm begegnen solltet, grüßt ihn von mir und wünscht mir alles Gute. Oh, na wunderbar. Er ist weg. Jetzt kann ich noch Goemo suchen. Na wunderbar. Gut, da es bis zur Siedlung ein ganz Stückchen ist, würde ich mal meinen, dass wir nochmal hier mit Maneo sprechen. Und dann die Folge dort beenden werden. Wenn das mit Georg geklärt wäre. Das war ja. Vielleicht ist Gaumon bekannt. Bei Meister Zuckers blutiger Klinge habt ihr etwa im Handel mit diesem Gauner getrieben, seine Ware sind so falsch wie das Versprechen einer Hure. Ich habe herausgefunden, dass der Mann, der Georg gemordet hat, einen Drogen gibt und sein Name war Tutamon. Aber warum hat dieser Tutamon Georg umgebracht? Selbst wenn Georg ihn nicht bezahlen konnte, wird ihm sein Tod auch nichts einbringen. Mein Freund, helfen Sie mir, das denn nun bedarf ich ihn. Es war, aber Tutamon war auch ein Vampir und Georg wusste dies. Georg hat gedroht, ihn zu verraten. Wie wunderbar. Eine traurige Geschichte in der Tat. Nun zumindest kennen wir nun die Wahrheit. Und ich habe euch eine Belohnung versprochen, nicht wahr? Redaktiert dieses Buch, es wird euch mehr über die Kunst des Heilens beibringen. Also hier dann noch geteilt. Dann dürfte jetzt wahrscheinlich Heilung auf 5 sein, oder? Ja, Stufe 5, also die höchste Heilung. Und damit wäre alles um Georg gesagt. Ja, dann müssen wir bei der Meldung teilnehmen. Hatte grüß gewiss, mein Freund. Aber ich muss nur gehen. Ja, gute Frage. Wo steckt Goemo? Vielleicht finden wir es das nächste Mal heraus bei Divine Divinity. Bis dann.